Herzlichen Glückwunsch erstmal noch. Nachträglich geht noch, war ja, ist ja ganz kurz. Nein, wie fühlt sich das? Geht noch länger. Das geht noch länger. Ich glaube, das geht ewig. Wie fühlt sich das an, das Eheleben? Eheleben fühlt sich sehr gut an. Also ich bin tatsächlich, muss mich noch so ein bisschen reinfühlen in die Rolle der Ehefrau, aber ich fühle mich sehr viel entspannter, befreiter, so ein bisschen beflügelt. Ich schwebe immer noch auf Wolken seit der Hochzeit und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Es ist gut so, dass es so ist. Was war das Besonderste an dem Tag? Der ganze Tag war besonders. Aber gab es das Mega-Highlight für Sie aus Ihrer emotionalen Sicht? Naja, für mich ist das Mega-Highlight immer das Ja-Wort. Weil klar, es gibt tolle Bands und Musik und Dekoration und Gäste und schöne Kleider und Schmuck und alles. Aber bei einer Hochzeit geht es ja wirklich darum, dass sich zwei Menschen sagen, ja, ich werde für dich da sein. Und auch wenn es schwierig ist und auch wenn es mal nicht schön ist. Und ich weiß jetzt auch, ich habe jemanden, der für mich da sein muss, auch wenn ich vielleicht mal ein bisschen nervig bin. Also das ist eigentlich echt ein super schönes Gefühl und das war schon sehr, sehr tiefgreifend für mich, das zu wissen, weil es ist nicht nur einfach, dass ich sage ja und ich meine es nicht so, sondern Clemens und ich sind beide so Menschen, wenn wir was versprechen, dann halten wir es auch. Und es wird natürlich schwierig sein, weil ich kann mir vorstellen, die Ehe ist nicht nur wie jetzt in diesen zwei Wochen, dass alles blümig und rosa ist, aber ich freue mich sehr, dass wir beide wissen, wir sind immer füreinander da und es ist das Wichtigste, glaube ich. Das Thema Familienplanung, war es schon ein Thema oder sind Sie da planerisch oder was sind Sie für Menschen in der Richtung? Gibt es schon Familienplanung? Na, wir haben immer beide gesagt, wir wollen gerne Kinder haben und freuen uns da eigentlich auch drauf, aber das ist jetzt nicht, dass es jetzt sofort sein muss. Wir haben jetzt geheiratet, wir freuen uns und was dann passiert, gucken wir. Wenn Sie denn Kinder haben möchten, gibt es so bei Ihnen Ideen? Lieber eine Tochter, lieber ein Sohn, Zwillinge, auch kein Problem. Fußballmannschaft, sagt man immer, geistert da was bei Ihnen im Kopf rum? Ach, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken drüber. Alles, was ich nicht beeinflussen kann, muss ich auch nicht mich hier irgendwas wünschen. Also, egal.